Er ist wohl der bekannteste Berg in der Silfretta-Gruppe, der Piz Buin. Am 14. Juli 2015 jährte sich seine Erstbesteigung zum 150. Mal. Eine Tafel an der Vermundalpe erinnert ab sofort an die alpine Leistung der Erstbesteiger Johann Jakob Weilenmann aus St. Gallen, Josef Anton Specht aus Wien sowie deren Bergführern Franz Pröll und Jakob Pfitscher. Das Jubiläum war Grund genug für die angrenzenden Regionen, ein umfangreiches, hochalpines Programm für bergaffine Medienvertreter zu organisieren. Ausgangspunkt für das erste Teilstück auf dem Weg zum Gipfelsieg war der Silfretter Stausee auf der Bieler Höhe. Von dort ging es zur Wiesbadener Hütte. Unterwegs sorgten diverse Inszenierungen für Unterhaltung und Information. Auf der Wiesbadener Hütte angekommen, wartete die eine oder andere Stärkung genauso auf die Teilnehmer der Tour wie jede Menge interessante Gespräche. Obwohl der 3312 Meter hohe Piz Buin in Vorarlberg liegt, befindet er sich doch im Besitz der Tiroler Gemeinde Galtür. Was die Bedeutung des markanten Gipfels für Galtür angeht, sind sich Tourismus und Politik einig. Sehr, sehr wichtig, wenn man denkt, dass 1865 Weilemann eigentlich den alpinen Tourismus bei uns zu Wege gebracht hat, in Gang gebracht hat, ist das ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Und was noch sehr schön ist, es gibt erstmalig ein Jubiläum grenzüberschreitend, das auch sehr wichtig ist. Ja, ja, eigentlich bin ich stolz darauf, dass man zum einen diesen Berg auch von unserer Gemeinde aus erst bestiegen hat und im Prinzip mit dieser Erstbesteigung die touristische Entwicklung unseres Tales in die Wege geleitet hat. Von dem her ist es schon ein ganz besonderer Moment. Auch 150 Jahre nach seiner Erstbesteigung ist der Piz Buin das erklärte Traumziel vieler Galtürer Gäste. Galtür ist natürlich nach wie vor eine hochalpine Gemeinde und der Tourismus in Galtür spielt sich schon sehr stark um die Berge ab. Und eines der Highlights in Galtür, das ist natürlich der Piz Buin und alle, die irgendwie wirklich alpin unterwegs sein wollen, die besuchen auch einmal den Gipfel von Piz Buin. Den Gipfel des Piz Buin wollten sich auch die zahlreichen Medienvertreter nicht entgehen lassen und so ging es nach kurzer Nachtruhe frühmorgens in etlichen Seilschaften über den Ochsenthaler Gletscher in Richtung Piz Buin. Auf dem Gipfel wurden die Bergsteiger vom Galtür-Syndikat musikalisch begrüßt. Und ja, die Musiker haben ihre Instrumente höchstpersönlich auf den Gipfel transportiert. Einer, der schon ganze 50 Mal am Piz Buin war, ist Bergführer Christoph Kühn. Das ist einfach der höchste Berg meines Bundeslands, Vorarlberg. Wird immer wieder gern haben. Die Leute freuen sich, wenn sie am Gipfel stehen, auf dem höchsten Berg Vorarlbergs. Und das macht mir immer wieder Freude.
mit Leuten rufen kann. Wie immer bei Touren im hochalpinen Gelände gibt es einiges zu beachten. Als Besucher, also wenn man ohne Bergführer geht, eine gescheite Tourenplanung, die gescheite Ausrüstung, die richtige Ausrüstung, Steigeisen. Man sollte sich mit dem Begehen von Gletschern muss man sich auskennen, also das sind wirklich große Gletscherspalten. Und was immer auch mehr dazu kommt, ist Steinschlag. Das heißt einfach, da muss man wirklich alpinistisch schon was drauf haben, um da hochkommen. Alles in allem ist es immer ratsam, sich einem erfahrenen Bergführer anzuschließen, um Gipfel wie den Pizzuin in Angriff zu nehmen. Schließlich sollte die eigene Sicherheit immer an erster Stelle stehen.